Schon wieder ein Video bei mir. Das kann nur irgendwas Dringendes sein. Und ja, ihr habt recht, mich haben einige Videos, einige Nachrichten erreicht. Mensch, du hast doch ein Video gemacht, die Corona-App ist doch eigentlich gar nicht unsicher. Und jetzt auf einmal sind im Internet überall Videos von Leuten, die über die Corona-App gehackt werden. Wie kann das zusammenpassen? Und die Antwort ist, diese ganzen Dinger sind legit, die sind wirklich echt. Aber es ist nicht unbedingt so, wie ihr denkt. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man kann immer noch sagen, die Corona-App ist an sich eigentlich sicher. Aber das Problem ist halt mal wieder Bluetooth. Bluetooth hat eine Schwachstelle und zwar wurde die schon im Februar gefunden. Die nennt sich BlueFrag. Jetzt habe ich euch doch gesagt, es gibt aktuell keine Schwachstelle, die ich kenne. Das ist richtig, es gibt eigentlich auch schon einen Patch dafür, aber dazu kommen wir gleich. BlueFrag erlaubt einem Angreifer bei Android 8 oder 9, gerne mal in den Einstellungen nachgucken, was ihr da habt, erlaubt einem Angreifer dort tatsächlich Remote Code Execution. Das kennt ihr schon von meinen ganzen anderen Videos hier auf dem Kanal, sogar von diesem Kanal hier, den ihr übrigens wieder mal gerne abonnieren könnt. Und ja, Remote Code Execution ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und zwar in diesem Fall erlaubt sie einem Angreifer wirklich alles mit eurem System zu machen, ohne dass auch nur irgendwas davon bestätigt werden muss. Also ihr müsst dazu nichts machen, wenn ihr diese Schwachstelle habt, dann kann ein Angreifer wirklich alles über euren Bluetooth machen mit euch. Bei Android 10 ist das Ganze nicht so tragisch, wenn ihr also Android 10 habt, seid ihr fein raus, mehr oder weniger. Da führt das Ganze nicht zu Remote Code Execution, sondern nur zu einem Crash. Und Crash ist natürlich auch unangenehm, aber ein Angreifer könnte jetzt nicht irgendwie eure Daten ausspähen oder euch einen Trojaner aufs Handy pflanzen oder einen Krypto-Trojaner, der alle eure Daten verschlüsselt und euch dann damit erpressen oder sonstige Sachen machen, sondern eben nur das System zum Abstürzen bringen, was schon nervig genug ist, aber dann kann man es ja ändern. Um diese Schwachstelle ausnutzen zu können, gibt es einige Voraussetzungen allerdings. Man kann nicht einfach so hergehen und sagen, hey, ich will jetzt den da hacken, sondern ja, man muss dazu oder das Opfer muss sozusagen einige Dinge erfüllt haben. Und zwar, genau genommen, zwei Dinge. Erstens, und zwar, wenn ihr Bluetooth exploitable haben wollt, müsst ihr natürlich euer Bluetooth auch anhaben. Das heißt, wer kein Bluetooth anhat, der ist auch nicht angreifbar. Das hat sich jetzt durch die Corona-App bei vielen geändert. Viele Leute rennen jetzt mit Bluetooth an rum und das ist auch eigentlich ganz okay soweit. Denn ja, wenn man das Ganze beachtet, was ich euch gleich sage, dann passiert überhaupt nichts. Selbst wenn man diese Schwachstelle hat. Das zweite ist, ein Angreifer kann nicht einfach sagen, ich will den da hacken, weil der da ist ja völlig unbekannt. Ein Handy versteht nicht der da drüben. Ein Handy versteht oder generell IT versteht Adressen. Und im Fall von Bluetooth sind das Bluetooth MAC-Adressen. Ja? Das heißt, es ist was anderes wie eine normale MAC-Adresse, sondern euer Bluetooth-Gerät hat sozusagen eine eigene MAC-Adresse. Und diese MAC-Adresse, die sagt dann, der ist das auch wirklich. So, und ja, im Falle von Bluetooth, wie kriege ich die jetzt zum Beispiel raus? Also wie kriegt der Angreifer eure Bluetooth-MAC-Adresse raus? Und können wir das irgendwie verhindern? Die Antwort ist ja, dazu kommen wir gleich. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Bluetooth-MAC-Adresse herauszufinden. Und ja, die sind, klar, die kann man irgendwie unterdrücken. Deswegen dieses Video hier. Und zwar das erste ist, wenn ihr neue Geräte paart. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel neue Kopfhörer habt und die mit eurem Handy zum Beispiel verbinden wollt, also weniger pervers, als es sich eigentlich anhört, dann paart ihr die miteinander. So, und in diesem Moment müssen beide Geräte ihre eigene MAC-Adresse, ihre eigene Bluetooth-MAC-Adresse in die Umgebung rausschleudern, also wirklich an alle adressieren. Das heißt an, ja, wirklich alle, die zuhören, also alle, die in Reichweite sind. Dementsprechend natürlich auch einige Angreifer. Ja, der Moment ist allerdings sehr, sehr kurz. Das heißt wirklich nur da, wo die Geräte auch gepaart werden. Das heißt, wenn ihr jetzt Kopfhörer einfach nur anschaltet, dann ist das kein Pairing. Kopfhörer anschalten ist einfach nur verbinden. Das Pairing ist wirklich, wenn ihr neue Kopfhörer habt und ihr wollt die dann neu mit eurem Handy verbinden. Das zweite ist, wenn ihr zum Beispiel in einem öffentlichen oder generell im WLAN seid. Denn die WLAN-MAC-Adresse, die ist relativ ähnlich zu einer Bluetooth-MAC-Adresse. Und die WLAN-MAC-Adresse ist, wenn ihr mit jemandem im selben WLAN seid, nicht mehr wirklich geheim. Das heißt, die kann man rausfinden und daraus kann man sich einfach die Bluetooth-MAC-Adresse rausrechnen. Und ja, dann habt ihr auch ein Problem, da müsst ihr vorsichtig sein. So, das heißt, was könnt ihr jetzt tun, wenn ihr mit Bluetooth an einfach draußen rumrennen wollt? Ist das jetzt irgendwie potenziell, sollte man das auf keinen Fall machen? Sollte man auf keinen Fall die Corona-App benutzen? Sollte man auf keinen Fall Kopfhörer benutzen? Nein, natürlich, so doof ist es dann doch wieder nicht. Das Erste, was ihr machen könnt, ist patchen, denn die allermeisten Geräte haben eigentlich einen Patch. Ja? Das heißt, ihr müsst euch da keine Sorgen mehr machen, wenn ihr euer Gerät wirklich aktualisiert. Ich habe jetzt allerdings schon von mehreren Leuten mitbekommen, die aktualisieren ihre Geräte, sagen wir mal, lückenhaft. Okay? Und ja, da wird es dann natürlich kritisch.
Das zweite ist, falls ihr zum Beispiel kein WLAN habt und keinen Patch runterladen könnt oder sowas, dann agiert intelligent. Und das heißt, verbindet euch mit keinem öffentlichen Wi-Fi. Das Thema hatten wir ja schon mal. Jetzt merken wir auch, man kann da auch die Bluetooth-Adresse rausfinden. Und wenn dann BlueFrag oder sowas verfügbar ist, dann ist das Ganze natürlich sehr, sehr gefährlich. Und ja, ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, eure Bluetooth-Geräte sollten nur dann wirklich sichtbar sein, sprich im Pairing-Modus sein, wenn es auch wirklich nötig ist. Das sollte aber generell immer so sein. Also ihr seht, das Ganze hat eigentlich überhaupt nichts mit der Corona-App zu tun. Es hat eigentlich eher was mit Bluetooth bzw. den Leuten zu tun, die mal wieder nicht gepatcht haben. Und ja, dementsprechend empfehlt bitte allen, dass sie ihre Geräte patchen und dann können sie machen, was sie wollen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.